Hallo, euer Capo hier. Heute in dem kurzen Video möchte ich euch eigentlich nur mal zeigen, welche Pakete Sinn machen zu kaufen, wenn man jetzt sagt, ich will ein bisschen Geld investieren, aber weiß halt nicht, was ich kaufen soll, was am meisten Sinn macht. Na, es gibt ja, der Shop ist ja überfüllt mit Paketen beziehungsweise mit Truhen, die man kaufen kann, wo man legendäres Monster bekommt, wo man sagt, man bekommt Meal-Coupons, also Energie. Diamanten dazu und so weiter und so fort. Also die Auswahl ist ja hier riesengroß. Was in den ersten Wochen dann passieren wird, wenn man jetzt sagt, man spielt 2, 3 Wochen, wird passieren, dass die Energie alle geht. Na, also am Anfang hat man sehr, sehr viel so eine Meal-Coupons, 50 Stück und noch mehr. Damit kommt man erstmal eine Weile hin. Beziehungsweise auch Kristalle ist genau das Gleiche. Aber irgendwann ist halt der Fall, weil man genug farmen muss, beziehungsweise die Helden hochleveln und gerade die Glyphen farmen. Hier, da braucht man halt extrem viel Energie dafür und da kommt man irgendwann an seine Grenzen und dann ist die Energie alle. Na? Da denken viele halt, gut, macht es Sinn. Man kauft dann halt so ein Paket. Etwa jetzt für 3,19 €, wo man sagt, man hat ein paar Meal-Coupons drin, ein bisschen Diamanten drin. Oder wenn man sagt, ich will ein bisschen mehr investieren, dass man hier 30 Coupons und 600 Kristalle oder das Monatspaket, muss ich mal kurz gucken, wo das ist. Hier. 40 Meal-Coupons, 800 Diamanten und ein paar Jellies noch für 16 €. Ist alles gut und schön. Aber es ist nicht das beste Angebot in dem Shop. Weil wenn man das mal ausklamüsert, wie viel Energie das sind, sind insgesamt 3920 Energie, also Brote, sag ich mal. 3920. Klingt erstmal viel, für 16 € ist es aber nicht. Denn das sinnvollste Paket, was man sich da holen kann, wenn man überlegt, 16 € sind die Monatskarten. Die Silberkarte bekommt man 300 einmalig und 100 am Tag und das 30 Tage lang. Heißt, das sind 3.300 sind umgerechnet 7.920 Brote Energie. So, wenn man überlegt, das ist das Doppelte und man zahlt statt 16 € für den Silberpass nur 5,49 € im Monat. Das ist wirklich das sinnvollste Paket, wenn man sagt, maximal 6 € will ich ausgeben, mehr nicht im Monat. Dann holt euch bitte die Silberkarte. Na, man kriegt nur noch zusätzlich ein bisschen XP, wenn man in der Kampagne farmt. Also besser geht's nicht. Wenn man jetzt sagt, ich will ein bisschen mehr ausgeben, ist die Goldkarte auf jeden Fall Gold wert. Na, man kriegt am Anfang 1000 Kristalle, kriegt dann pro Tag 300. Das sind 10.000 Kristalle im Monat. Das bedeutet 24.000 Energie für gerade mal 15 €. Also besser geht's eigentlich gar nicht. Gerade wenn man die in Kombination nimmt, man kriegt dann jeden Tag 400 Diamanten und hat in dem Spiel 20,49 € im Monat ausgegeben. Aber gegenüber den Mii-Coupon hier ist das auf jeden Fall eine Menge, was man an Energie bekommt. Also das sind meiner Meinung nach, wie gesagt, die wichtigsten Pakete, die man sich holen sollte. Man muss ja mal sehen, was man ausgeben möchte. Aber wie gesagt, wenn man sagt, 20 € im Monat ungefähr will ich ausgeben, holt euch diese beiden. Für Leute, die jetzt sagen, Mensch, ich bin eigentlich inner, ich gebe 40, 50 € für das Spiel im Monat aus. Was macht dann noch Sinn, außer die Gold- und die Silberkarte? Dann würde ich auf jeden Fall noch den Pass nehmen. Den gibt es aktuell nicht, der kommt aber wieder. Da war ein Winterpass, da ist halt jeden Tag eine Belohnung drin. Dann war halt hier als Champion, jeder Pass ist ein anderer legendärer Champion drin. Und man bekommt halt zusätzliche Summons zum Beschwören, Meal-Coupons oder was, um das Gear aufzuleveln etc. Also da ist eine Menge drin und das kostet 10 € im Monat. Da wäre man jetzt, wenn man das jetzt mit der Monatskarte rechnet, bei gerade mal knapp über 30 €. Na. Und das ist halt wirklich super, wenn man sagt, ich will das Maximale aus den Paketen rausholen. Da macht man wirklich nur die Karten machen da am meisten Sinn. Wenn man natürlich ein bisschen mehr ausgeben möchte, kann man sich sowas hier noch holen. Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Sowas würde ich komplett lassen, weil das kriegt man eigentlich durch die Jellies relativ schnell hin, dass man 4-Sterne-Monster sich hochlevelt oder ein 5-Sterne-Monster sich hochlevelt. Da braucht man ja nicht so eine Pumpkins kaufen. Macht eigentlich keinen Sinn. Gut, das war es eigentlich schon zu dem kurzen Video. Ich hoffe, ich konnte euch da helfen, was am meisten Sinn macht. Wie gesagt, holt euch die Monatskarten. Da ist geldlich eine Menge drin und gerade in Kombination die beiden kann man nichts verkehrt machen. Wenn weitere Fragen noch sind, schreibt mir gerne Kommentare. Könnt auch gerne ein Like da lassen, wenn es euch gefallen hat, das Video, wenn ihr weitere Videos sehen wollt. Oder kommt in mein Discord, da können wir gerne weiter diskutieren über Pakete etc., über das ganze Spiel an sich. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Stream oder im nächsten Video. Euer Capo. Macht's gut, ciao, ciao.